herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind wieder am Start mit geilen Django-Vlogs. Es kommen jetzt wieder Baba-Vlogs, Vlog wieder selber. Es geht so nicht mehr weiter. Deine Message? Ein Mann, der nicht trainiert, ist kein Mann. Also wieso sollte das hier 20.000 mehr haben als das hier? Ja, jetzt gucken ja nicht alle die ganzen Storys durch. Der zeigt nur, welche Story am meisten Views hat. Wie ist bei dir Snapchat? Bei mir ist es echt gut. Ich steige in den Rangy mit Kam, Tina und Angie. Wir haben jetzt wieder einen richtig schönen Tag. Wir als beste Freunde. Allerbeste Freundetag in Berlin! Schön, Leute. Der ist jetzt im Tracking-Modus. Jetzt beweg dich mal. Krass, ne? Wild. Hä? Wenn ich zu Julie gehe und so mache, ah, Junge, dann erschreckt man sich ein bisschen. Wenn das aus dem Nichts kommt, der du siehst mir jetzt mal Schuss. Sag mal laut Bang. Bang. Junge, wenn dich da jemand kneift, dann machst du so. Der hat nichts gemacht, der hat einfach nur so gemacht. Der zuckt nicht mal. Der wusste das ganz genau. Der hatte hier ein bisschen Ketchup an der Hand oder eine kleine Kapsel hinterm Ohr und hat die halt gedrückt. Da war ein Attentäter auf dem Dach und der hat einfach nur in die Menge geschossen und Leute gekillt. Ja, ich kenne das Ding. Ich finde es. Ich glaube, das hat auch diese Jeremy Fragrance. Dieser. Fragrance. Findest du das nicht cool? Nee. Also, wenn ich da sein werde, ich bin der Gast. Sie hätte es eigentlich noch nicht sagen sollen. Ich kann nicht ohne Bushido. Bushido kann nicht ohne mich. Bushido kann nicht ohne mich. Er kann nicht ohne mich. Nicht, ich kann nicht ohne Bushido. Bushido kann nicht ohne mich. So, jetzt spielen wir Funky Ball hier. Ui. Ist mein Shirt cool? Hast du gehört? Er findet das richtig scheiße. Warum aber? Ja, warum, Django? Jetzt Abstimmung, ist das Hemd geil oder nicht? In die Kommis. Bei diesem Kettenkarussell war ich vor 2 Jahren mit Louis Freitag so betrunken, dass ich nicht mal nervös werden konnte oder Angst bekommen habe, wie hoch wir eigentlich waren. Krass, Digga. Der Junge braucht seinen Snooze, Digga. So, Leute, was geht ab? Vlogs früher waren crazy. Viele sagen auch, vlog mal wieder. Das Ding ist, ich mache ja Snapchat, ich mache Insta. Weißt du, weiß ich jetzt nicht, soll ich mit meinem Handy das filmen? Soll ich überhaupt filmen? Will ich mein Leben genießen? Will ich Depression haben und einen Burnout haben, Therapie müssen und dann so ein 30-Minuten-YouTube-Video machen, wo ich sage, ey, ich habe einen Burnout gehabt und ich höre auf mit Social Media? Will ich ja auch nicht. Deswegen vloggen wir jetzt einfach wieder. Abonniert, guckt euch die alten Vlogs an, die sind crazy. Ja, es sollen jetzt wieder mehr Vlogs kommen. Wir müssen los. Yalla, 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 wir müssen los. Wir müssen los. So, wir sind auf dem Weg. Shady hat sein Handy gerade vergessen. Ich habe ihn hochgeschickt. Was willst du dazu sagen? Du hast mich hochgeschickt? Leute, ich habe einen Halbmarathon gemacht. Ich hätte auch diesen Ironman gerade gewonnen. Nein, wie cool ist das denn? Was? Wie ist das cool? Quick Update, ich mach kurz Pause. Jenk hat für mich die Kamera übernommen. Ihr seht die Einblendung jetzt hier einmal. Hat er ganz gut gemacht, muss ich sagen. Hat er ganz gut gemacht. Wir gehen jetzt Bier holen, damit wir trichtern. Und dann spielen wir auch ein bisschen Bierpong. Hey! Applaus! Ruhig war allein. Party hier, ey. Oh! Guter Luke. Wow! Wenn ich eins kann, dann das, Leute. Schön. Ladies and Gentlemen, hier sehen wir einen klassischen Fall von illegalem Rauspusten. Aber der Django hat es gut erklärt. Viel Spaß. Hat sich gespinnt. Wie wir sehen, an dem Ball ist Sand, der da dran klebt. Und das nur, weil er feucht war. Der Treffer zählt. Er hat sich gespinnt, Bro. Wir gehen jetzt ins Soda. Der coolste Club in ganz Berlin tatsächlich. Der hat 5 von 5 Sternen. Alle lieben Soda. Und wir gehen jetzt ins Soda. Mit den coolsten. Ja, wir haben dich schon drauf. Hello. Brauchst du gar nicht abhauen hier rechts. Nee, ich hab. Ja, ja. Das stimmt nicht. Doch, du wolltest gerade vom Bild abhauen. Wir gehen jetzt ins Soda. Ich wünsch mir diese Nacht, nur dass du bei mir schläfst. Ich weiß du, la 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 la. Alles zu hören. Ja, also, er nimmt 2 Liter, beziehungsweise 1 von Alipa und dann von Chill and David das neue Lied. Und mit ein bisschen Django Magic klingt dann halt cooler. Jetzt komm ich mit meinem Kuss. Nee, Schatz. Nein, mach da nicht mehr. Und das kommst du gar nicht. Okay, eine Fettung Arme. Und jetzt komm ich mit meinem Kuss. Jetzt hast du den Arsch offen hier. Schatz. Jo, das war der Junge. Moin, es ist Tag 2 vom Lolla. Heute lege ich ja auf. So, es ist 43 Grad. Wir sind jetzt vorm Olympiastadion. Es geht los.
wir gucken uns jetzt Sam Smith sofort an. So, wir sind jetzt hier in der Loge vorbei. Danke, dass ihr diese Vlogs guckt. Wir gehen wahrscheinlich heile Welt mit allem Mann. Wir sind jetzt in der heilen Welt mit den Queens. Ja, warte. Ich steige in den Rangy mit Carmen, Tina und Angie. Doch sind also Kenny, wenn go, Kenny, wenn Angie, let's go. Auf und ab, wir laufen den Tag mit den Lauf, wenn er braucht. Auf und ab, auf, ich bin schon am Block, bin so von mir gehabt, wie Sussi und wer glaubt, wie ich an. Ich war gestern unterwegs in der Natur, weil ich es liebe. Ganz alleine auf der Wiese. Plötzlich stand da eine Ziege, eine Fiese.